Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Ich stehe jetzt hier nicht mehr im Moorland, sondern am Jorvik-Stall. Hier habe ich meinen Ruf verbessert und möchte jetzt natürlich die Aufgabe hier machen, denn das hört sich ziemlich nach einem neuen Rennen an. Ich bin immer noch dabei, Dark Magic zu trainieren, denn mein Ziel ist es, so schnell wie möglich jetzt auch mal an dem ersten Championat teilzunehmen. Ja, dazu brauche ich natürlich noch bessere Ausrüstung für sie. Die kommt dann auch noch. Und ja, aber das Training darf man natürlich nicht schleifen lassen. Je höher das Level, umso schneller wird sie. So, hallo Lucy. Du machst dir im Jorvik-Stall ja einen richtigen Namen als fleißige Reiterin. Bist du an einer Herausforderung interessiert? Ja? Super. Ich habe eine neue Rennstrecke aufgebaut, die dir gefallen könnte. Sie ist nicht ganz leicht, aber du solltest es schaffen. Ich habe schon seit einiger Zeit eine Strecke für die richtig erfahrenen Reiter bauen wollen. Was sagst du? Bist du bereit, die Elite-Strecke des Jorvik-Stalls zu testen? Ja, doch, ich denke schon. Wenn sie das sagt, dass wir es schaffen können, dann glaube ich da mal ganz fest daran, dass die nicht so heftig ist wie die Strecke vom Tag des offenen Stalls. Okay, oha, Stein umgeritten. Steht da ein bisschen schlecht. Oha, wo soll es denn hier lang gehen? Einmal über durch den Jorvik-Stall durch und jetzt stehen hier Hindernisse. Okay. Sind aber schon recht hoch. Würde ich jetzt mal sagen. Da gehe ich mal lieber über das. Ja. Oha, oha. Aber nicht hängen geblieben. Sehr gut. Ja, mit meinem Pony habe ich da ja ein bisschen mehr Probleme gehabt. Aber ich muss sagen, Dark Magic ist jetzt schon Level 7. Das heißt, ich bin schon ein paar Rennen mit ihr gegangen. Das ist nicht so, dass ich nie hängen bleibe, aber weniger. Zumindest kommt es mir so vor. Mit ihr komme ich irgendwie besser klar. Ich weiß nicht, ob sie sich anders reiten lässt. Ob sie jetzt wirklich viel mehr Fähigkeiten hat, besser zu springen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Stärke hatte sie plus 2. Ja, gut, das Pony hatte, glaube ich, nur Ausdauer plus 1. Oh, das war knapp. Vielleicht liegt es ja schon daran. Oha. So. Das war's dann. Das war die Elite-Strecke. Ich bin nicht hängen geblieben. Nein. Mal schauen, was Barbara dazu sagt. Wow, sehr gut geritten. Sag Bescheid, wenn du mal wieder reiten möchtest. Okay, das gibt 100 Erfahrungspunkte. Nicht schlecht. Gut, jetzt müssten wir eigentlich wieder zurück ins Moorland. Ich denke hier, die kann ich eh noch nicht machen, die. Nee, Moorland oder Silverglade. Bevor ich mich aber abholen lasse, möchte ich jetzt doch nochmal die Dailies machen. Verzeiht es mir, dass ich die jetzt während der Aufnahme mache. Das sind fast die gleichen Aufgaben. Ich glaube, nur Mineralien musste ich jetzt nicht mehr im täglich sammeln. Aber sonst den Brief abgeben und die Arbeiter überwachen. Aber immer wieder an verschiedenen Orten. Ich hoffe, dass jetzt nicht einer kommt, den ich schon in der Aufnahme hatte. Komm her, Lucy. Es ist ein wenig her, seit wir das letzte Mal die Grabungsstelle Beta inspiziert haben. Wenn wir das nicht überwachen, dann machen die Arbeiter noch Pausen und gehen während der Arbeitszeit aufs Klo. Das geht natürlich nicht. Reite hin und überprüfe alles. Ich hoffe, du findest jemanden. Wenn ich nicht täglich jemanden rausschmeiße, bekomme ich Hautausschlag. Ich glaube, es geht schon wieder los. Oh, toll. Na, mal schauen. Wir können die Arbeiter überwachen, so viel wir wollen, Lucy. Aber wenn wir das Resultat sehen wollen, dann müssen wir an den Chef ran, sodass er die Sache in die richtige Richtung treibt. Gib dem Chef der Grabungsstelle Beta diesen Brief. Das machen wir. Was da drin steht, wissen wir ja schon. Aber ich... Nee, Beta. Ich glaube, da hinten waren wir nicht. Oder? Na, ist ja auch egal. Das wäre schön, wenn das noch abgeschlossen ist, denn ja,
Ich weiß jetzt nicht, wofür man einen Ruf bei der GED noch weiter braucht. Aber früher oder später kann es ja nicht schaden, wenn man da sich täglich den Ruf erarbeitet, auch wenn ich weiß und auch selber merke, jetzt mal wieder. Es kommen doch einige tägliche Aufgaben zusammen und ja, das da wirklich täglich zu machen, da fehlt einfach auch die Zeit. Und ja, aber so komplett schleifen lassen sollte man es auch nicht, denn irgendwann wird man es sehr wahrscheinlich brauchen. Das Spiel wird ja immer weiterentwickelt und ich bin ja auch gerade mal Level 6 aktuell. Da kommt ja noch einiges. Ein Brief von Frau Drake. Uff. Lies. Wenn sie mich feuern will, soll sie das doch tun. Aber sie muss dich nicht meine Oma aus dem Altersheim werfen lassen, oder? Okay, also hier droht sie andere Sachen an. Und der Ruf hat sich verändert. Das ist gemocht. Ich weiß gar nicht. Ich wusste, dass mal gemocht war. Welche Stufe? Die dritte? Ich glaube, die dritte. Ah, ich habe einen vergessen. Bescheuert. Oh, es ist doch hier aufgezeichnet. Warum kann man denn das vergessen? Da hinten ist er. So, jetzt ist das abgeschlossen. Jetzt kann ich zurück zu Frau Drake. Und ihr das mitteilen, dass die Arbeiter hier alle ihre Arbeit tun und dass sie niemanden rausschmeißen braucht. Das wird sie zwar nicht freuen, aber fragt mich auch, wo sie die ganzen Leute immer wieder herbekommt, wenn sie täglich jemanden feuern möchte. Das, und vor allem für solche Arbeiten. Ich weiß nicht, ob die Leute hier sehr viele Arbeitslose gibt, die dann auf solche Jobs angewiesen sind und sich so eine Vorgesetzte antun. Jetzt sind wir auch schon wieder in Jalaheim und dann ist das auch gleich geschafft. Die Quest mit den Dieben, da weiß ich jetzt nicht, wo es weitergeht. Bei Josh gibt es eine Aufgabe und ich denke mal, dass es die ist. Alle haben sich benommen und gearbeitet? Komisch, das ist wirklich nicht gut. Bist du sicher, dass niemand etwas Verdächtiges gemacht hat? Kaffee getrunken, die Nase geputzt? Nein? Dann fliegt heute wohl niemand raus. Ja, das würde ich auch so sehen. So, die Quests. Das hier war Silverglade, genau. Und Olympischer Meister und Olympische Reitlektion, ja. Das hier war auch Silverglade. Ja, die kann ich noch nicht machen. Ich weiß nicht, warum die mir auch aufgezeigt werden, aber das Westkap-Fischerdorf kann ich noch nicht. Und das hier, Josh Moorland. Aber ich weiß nicht, wir hatten jetzt erst Olympia. Mich würde das auch interessieren, was es mit den Quests auf sich hat. Ich lasse mich jetzt erstmal abholen, das geht schneller. Bei wem gibt es die denn überhaupt? Reed Kessler, Reitarena. Wo soll denn das sein? Reitarena hier, okay. Das ist jetzt aber auch weiter weg. Ich glaube, dann fangen wir bei May an. Die hat ja auch eine Aufgabe mit Olympia. Hallo Lucy, hast du schon gehört? Es ist so aufregend. Reed Kessler ist in Jorvik. Sie trainiert in der Reitarena. Ich werde sie wohl nicht treffen können. Sie ist mein großes Vorbild. Du, Lucy, kannst du nicht ein Autogramm von Reed Kessler für mich holen? Bitte. Ja. Das machst du? Du machst es? Danke. Okay, dann geht's jetzt wohl doch zur Reitarena. Ich weiß gar nicht, wie kommt man denn am besten? Sieht aus wie der Weg hinten. Hochland. Schauen wir mal. Oh, eins von den neuen Pferden. Oh, die sind so schön. Sch
schade, dass die in New Hillcrest stehen. Weil an sich, vom Level her, sind die ab Level 8 wohl zu kaufen. Wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Wenn man mit Level 8 schon nach Eprona könnte, wäre das natürlich schön. Level 8 ist ja auch nicht mehr so weit entfernt von mir. Ich bin ja jetzt fast Level 7. Ja. Es ist so schade. Also in New Hillcrest stehen einige Pferde, die ich auch wirklich, wirklich schön finde, bei denen ich mir schon gerne wenigstens ein oder zwei geholt hätte. Solange es meine Starcoins zulassen, dass ich sie mir hole. So, ich hoffe, Querfeld einreiten, das ist ja eigentlich ein Weg, ne? Aber es ist nicht eingezeichnet. Ich hoffe, ich komme da an, wo ich hin möchte. Ja, es ist schon schade, weil die sind wirklich richtig schön gelungen, genauso wie die Friesen. Animationen und alles soll ja wie bei den Friesen sein. Das Einzige, was bei den friesischen Sportpferden wohl nicht ist, ist dieser Fesselbehang, der fehlt. Ja, aber das Modell an sich ist schon richtig cool. Tja, und von daher werde ich mir wahrscheinlich erst einen Friesen kaufen können und dann vielleicht mal, wenn ich Level, ich weiß nicht, 15 oder 16 habe, wenn ich nach Eprona komme, aber dann friesisches Sportpferd. Aber dann steht ja auch noch ein englisches Vollblut an. Und ein Isländer. Und wer weiß, was bis dahin noch alles in Eprona aufgetaucht ist. Also von daher, es wird noch etwas dauern. So. Jetzt sind wir aber gleich bei der Reitarena. Ich glaube, ich war hier unten auch schon mal. Der Weg hier kommt mir zumindest recht bekannt vor. Einfach mal so im Off. Ich habe mir schon mal ein bisschen die Welt angesehen. Also um Silverglade rum kenne ich mich jetzt, würde ich mal sagen, ein kleines bisschen besser aus. Ich hoffe, ich verreite mich nicht zu oft. Das ist, kostet ja auch immer Zeit. So, olympischer Meister in Jorvik. Hey du, ihr habt wirklich tolle Wettbewerbe in Jorvik. Machst du auch mit, ja? Ja, momentan. Okay. Wenn du mir zeigst, wie du reitest, kann ich dir vielleicht ein paar Tipps geben. Willst du? Okay, stell dich an den Start und gib alles. Viel Glück. Okay. Gerne. Aber sollten wir nicht ein Autogramm holen? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Aber klar, Rennreiten, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber es gibt bestimmt wieder Erfahrung für unser Pferd. Oha, wo soll man hin? Ja, der Pfeil zeigt es an, aber wenn man es nicht sieht, wo es hingeht, dann hilft einem das auch nicht weiter. So, aber bis jetzt. Das ist ja fies. Oha. Ich hoffe, das gibt keinen Fehler. Wenn ich einfach mal über ein falsches Hindernis springe. Eigentlich wäre ich jetzt schon disqualifiziert. Oha, da komme ich nicht rum. Das war aber knapp. Aber ich bin nicht hängen geblieben. Da bin ich schon mal sehr froh drüber. So. Gut geritten. Du hast die Hindernisse toll gemeistert. Nur eine Kleinigkeit. Wenn du zum Hindernis kommst und du so machst anstatt so, dann ist dein Pferd besser für den Sprung positioniert. Verstehst du? Gut. Wie findest du eigentlich meine Jacke? Schön, oder? Als Preis für deine Teilnahme am Wettbewerb möchte ich sie dir gerne schenken. Du musst mir nicht danken. Du bist toll geritten. Du hast sie dir wirklich verdient. Du, ich finde, dass wir uns wiedersehen. Jetzt muss ich allerdings trainieren. Du, ich hoffe. Ich finde. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Jetzt muss ich allerdings trainieren. Okay, jetzt haben wir eine Jacke bekommen. Ja, die hat Reiten plus 1, Springen plus 8 und Befehl plus 1. Abspieler Level 5 und 100 Schillinge würden wir dafür bekommen. Für Reed Kesslers Jacke, okay. Das T-Shirt gefällt mir aber aktuell besser und ich glaube, es hat auch bessere Reitenwerte. Oh, da sollte ich mal das Richtige öffnen. Ja, Reiten plus 4. Jetzt hoffe ich aber mal, dass wir das Autogramm bekommen können.
Hallo, ein Autogramm? Na klar, für wen ist es? May? Okay, schreib, schreib, schreib. Reite mit dem Autogramm von Reed Kessler zu May. Ja, reiten würde jetzt ein bisschen zu lange dauern. Ich lass mich mal wieder abholen. Das, ja, einfach um ein bisschen Zeit zu sparen. Ich hoffe, May freut sich über das Autogramm, auch wenn sie Reed Kessler nicht selbst treffen konnte. Hallo Lucy, du hast ein Autogramm bekommen? Hurra, ein Autogramm von Reed Kessler. Danke, du bist die beste Lucy. Das werde ich einrahmen und aufhängen. Na, das ist doch cool. Da freut sich May. Das hat jetzt aber leider keine Erfahrungspunkte gegeben. Ich möchte 40 Punkte. Ich nehme an, dass es 40 Punkte sind, dass es genau bei 6000 weitergeht. Und da kommt er wieder. Ja, der ist schon schick. Dieser Trab. Wahnsinn. Richtig cool. Ich hoffe, es wird mir nicht übel genommen, aber ich würde die so gern auch selbst bald einen haben. Das ist schade. Na gut, kann man nichts machen. Muss ich mich noch gedulden. Aber dann würde ich sagen, das war's für heute. Und wir sehen uns morgen wieder in einer neuen Folge Star Stable. Bis dann. Tschüss.